Kapitel 11. Ein Freund von uns. Villa Scaletta, 27. Juli 1951. Oh Mann, am liebsten vergesse ich die Nacht davor. Okay, mach die Tür auf, neue Grafik freigeschaltet. Erstmal wissen, wo die Tür ist. Lasst mich mal hier, ne? Zieh dich um. Ah ja, stimmt. So. Hey, Vito. Lang nicht gesehen. Stimmt. Lange her. Was willst du, Henry? Was trinken? Nehmen wir mein Auto. Okay. Ich hoffe, du fährst. Bitte was? Tja, dass Clementi tot ist, weißt du wohl. Jetzt muss ich ihn verfahren. Aber Vito, ich weiß, dass was damit zu tun hat. Und ich mache mir Sorgen, dass er den Rest der Familie auch auslöschen will. Und was geht mich das an? Naja, also, du wurdest doch eingebuchtet. Tut mir leid, was dir Clementi angetan hat. Aber er hat gekriegt, was er verdient hat, oder? Der Drecksack ist mir doch scheißegal. Ich könnte mir auch vorstellen, für Falcone zu arbeiten. Weißt du, du willst bei uns einsteigen? Ja, und da du für ihn arbeitest, dachte ich, dass du... Könntest du vielleicht ein gutes Wort für mich einlegen? Ja, sicher. Joe und ich können für dich bürgen. Danke, Vito. Hast was gut bei mir. Okay. Und wie läuft's so? Bevor mein halber Bekanntenkreis umgelegt wurde oder danach? Diese Geschichte in dem Hotel, darüber weißt du nicht zufällig was. Keine Ahnung, wovon du redest. Komisch. Ein Kumpel von Joe wurde damals auf dem Parkplatz kalt gemacht. Und da habe ich mir gedacht, ihr zwei wärt mit von der Partie. Ein Kumpel von Joe? Wen meinst du denn? Du weißt schon, der blöde Arsch, der ständig mit Joe bei Freddy war. Wie hieß der nochmal? Mikey, Mickey, ach, scheiß drauf, irgendwie so. Du meinst Marty? Ja, ja, so hieß die kleine Ratte. Hatte eine Stimme wie Minnie Maus. Ach ja, davon habe ich gehört. Und du warst damals bestimmt nicht dabei? Ganz sicher nicht? Sagen wir es mal so, ich und Joe waren damals unterwegs, was für unseren Boss erledigen. Mehr sage ich dazu nicht. Weißt du was? Ist sowieso egal. Aber tu mir einen Gefallen, ja? Sicher. Leg dir nächstens eine bessere Tarnung zu als den peinlichen falschen Bart. Ihr zwei Idioten wart meilenweit zu erkennen. Mann, könnten wir nicht ein andermal darüber reden? Oder am besten gar nicht mehr? Ja, schwamm drüber. Hast nur deine Arbeit gemacht. Okay. Hast du auch manchmal das Gefühl, dass du in einer anderen Branche besser aufgehoben wärst? Ehrlich gesagt, nicht wirklich. Dies hier ist mein Leben. Das ist, was ich kann. Ja, und ich vermute, es bringt ein bisschen mehr Geld als Taxifahren. Ich hatte überlegt, nach dem Hoteljob die Stadt zu verlassen. Aber wo soll ich hin? Was soll ich machen? Deshalb bin ich zu dir gekommen. Ich war deine letzte Hoffnung, wie? Danke. Hey, nur mal so, wieso kommst du zu mir und nicht zu Joe? Sieh mal, Joe ist zuverlässig. Aber ich möchte nicht unbedingt, dass er mich vertritt. Du verstehst? Ja, da kann ich dir nicht widersprechen. Hey, du Genie. Rot heißt Stopp. Also, der Henry hat uns an dem Tag gesehen. Ja. Und er hat nichts gemacht. Heißt es, dass wir ihm vertrauen können? Langsam, sonst bringst du uns um. Komm, halt die Klappe, Henry. Ich fahre hier. So. Hey. Hey, Vito. Hast du meine Kohle? Ich halte immer mein Wort, oder? Hier, gib nicht alles auf einmal aus. Danke. Wo ist Joe? Er war eben noch hier, ist gerade raus, wirkte ziemlich angepisst. Das hat er wohl häufiger in letzter Zeit. Ja, ist das ein Wunder? Hör mal, ich muss was mit dir besprechen. Nur wenn's wichtig ist. Mich hält im Moment Vinci auf Trab. Er führt irgendwas gegen uns im Schilde und keiner weiß was oder wieso. Ich muss das rauskriegen. Hör mir trotzdem erstmal zu. Okay, schieß los, aber mach's kurz. Ein ehemaliger Clementi-Mann hat mich kontaktiert. Er will wissen,
ob wir den Rest von Clementis Männern auch noch ausschalten wollen. Das ist gut. Soweit ich weiß, hat der Boss im Moment nichts in der Richtung vor. Es sei denn, sie machen irgendwelche Dummheiten. Er hat mich außerdem gefragt, ob er für uns arbeiten kann. Ja? Wer ist er? Ein Freund von dir oder was? Wir haben ein paar Jobs zusammen erledigt. Er versteht sein Handwerk. Okay. Okay. Er soll mal vorbeikommen. Tja, er wäre gerade hier. Tatsächlich. Na gut, bring ihn her. Eddie, Henry Tomasino. Henry, das ist Eddie Scarpa. Sehr erfreut, Mr. Scarpa. Sag nicht Mr. Scarpa, meine Freunde nennen mich Eddie. Komm, setz dich, Henry. Also, Vito sagt, du würdest gern für uns arbeiten. Ja, ich habe gerade nichts zu tun. Und was früher mal war, ist Schnee von gestern. Eine kluge Einstellung. Aber zuerst mal, Henry. Hacken Clementi und Vinci etwas gegen unsere Familie aus? Okay. Normalerweise halte ich mich bei sowas hier raus. Aber ich war mal mit Luca Garino bei Leo Galanti. Und Luca erzählte dauernd, Falcone wäre in irgendwelche krummen Geschäfte verwickelt und dass man etwas dagegen tun sollte. Ich schätze, er wollte Vinci gegen euch aufhetzen. Diese Drecksau. Der dealt doch garantiert selbst, aber schimpft trotzdem dauernd über Drogen. Er weiß genau, dass Vinci was dagegen hat. Wahrscheinlich hat er den Alten eingeseift. Aus diesem Grund will er uns jetzt ans Leder. Wir müssen ihm zuvorkommen. Wieder mal? Hey, wenn wir nicht handeln, handelt Frank. Aber erstmal müssen wir Galanti beseitigen. Ohne den ist Frank erledigt. Leo? Ich wollte dich da raushalten, aber mir fiel sonst keiner ein, der so eine Nummer durchziehen kann. Jetzt würde ich sagen, das wäre doch die perfekte Gelegenheit für Henry mal zu zeigen, was er drauf hat. Was sagst du dazu, Henry? Machst du das? Wenn das heißt, dass ich dann dabei bin, klar. Einverstanden. Beseitige Leo. Und was ist mit dir, Vito? Ich würde mich wohler fühlen, wenn du Henry begleiten würdest, damit alles glatt läuft. Heißt ja nicht, dass du selbst Hand anlegen musst. Fahr einfach hin, warte, bis alles erledigt ist und fahr zurück. Aber falls das ein Problem für dich ist, frage ich gern jemand anderen. Was meinst du? Tut mir leid, Eddie, ich kann das nicht. Leo war im Knast wie ein Vater zu mir. Ja, ich verstehe. Dann musst du wohl auf Vito verzichten, Henry. Hol dir Hilfe, wenn du willst, aber es darf auf keinen Fall auch nur der kleinste Verdacht auf uns fallen. Leo wohnt in Highbrook. Keine Sorge, wird heute noch erledigt. Okay, dann mach dich auf die Socken. Bis später, Eddie. Gut, dass du den hergebracht hast. Selbst wenn das vermasselt, wird keiner uns verdächtigen. Ich glaube nicht, dass Henry es vermasselt. Umso besser. Tja, Vito, sonst habe ich heute nichts für dich, aber komm morgen wieder, okay? Ja, bis dann, Eddie. Bis dann. Warne Leo. Das wollte ich gerade ansprechen. Ich meine, Leo ist der alte Typ im Gefängnis. 3000 haben wir erhalten. Mein Gott, jetzt erstmal hier. Kellner! Für Sie nur das Beste. 14.500 Kellner, lass es krachen, Mensch. Komm hier, Wein, bam! Bitte sehr, Mr. Scaletta. Ja, danke, Mann. Danke. Schmeckt gut. So. Es war mir wie immer eine Freude. Ja, wie immer eine Freude. Das war ja der alte Typ übrigens, der uns im Gefängnis ja das Boxen beigebracht hat und so weiter. Ihr erinnert euch. So. So, schnell rein. Wir müssen hier rechts, dann nochmal rechts hoch. Oh, hier, curvy, curvy, curvy und dann, okay. Komm schon. Wir müssen schnell sein. Die Zeit rennt. Wahrscheinlich wird die Polizei hinter uns sein. Sehr wahrscheinlich. So. Gas, 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 Gas. Hier langsam rüber. Sehr gut. Komm, jetzt hier volle Pulle. Oh, ich weiß gar nicht, ob wir das schaffen, Mensch. Ist aber ziemlich schnell die Uhr da oben. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Ist aber echt knapp, ne? Okay. Hier also. Dann rechts. Okay. Dann hier links. Okay. Hier runter.
Dann nochmal links. Okay. Rechts. Oh, was für eine Straße, Mensch. Und dann hier hoch, ne? Scheiße, schaffen wir das? Ich gebe hier einfach Vollgas. Schneller geht's nicht. So, komm schon, komm schon, komm schon. Gas, Gas, Gas. Noch eine Viertelminute. So. Verdammt. Hier hoch. Oh mein Gott, das schaffen wir gar nicht. Nein, nein, nein. Wartet. Muss hier rein. Nein. Oh. Steig aus. Renn. Nein, du konntest die Mission nicht ausführen. Bist du behindert, Spiel? Was? Sag bloß, ich muss jetzt von Anfang an... Oh Mann. Wie unfair ist dieses verdammte Spiel? Verdammt! Alles klar. Ja, komm, nehme ich fest. Komm. Komm. Nein, komm. Komm, danke. Verstanden. Ach, scheiße. Und wo ist mein Auto, mein verdammtes Auto? Oh, das ist das, was ich am meisten hasse. Also Time-Gated nennt sich das, ne? Das Nervigste, was es gibt in Spielen. Wie ich finde. Komm schon. Schneller. Schneller. Komm schon. So. Nochmal. Volle Konzentration. Gas geben, läuft. Okay. Das war gerade mega unfair, finde ich. Na? Weil die Steuerung, bis der aussteigt, die ganze Animation und so weiter, ne? Es dauert einfach Zeit. Aber gut, wollen wir uns jetzt nicht aufregen. Wir geben jetzt auf der Gas und hoffen, dass wir es schaffen. Oh Mann. So. 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 Bin mega konzentriert. Mein Gott. Ich kann nicht reden. Weg da. So. Wahrscheinlich könnten wir auch durch den Park ballern. So. Oh, das schaffen wir, das schaffen wir. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Komm schon hoch. Leo, Papa, ich komme. Papa. Nein, Leo. Nein. Nein. Schneller. Hier rechts war's, ne? Ja. Okay. Das sieht jetzt viel besser aus. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Können wir reinballern. Anhalten. Raus. So, schön anklopfen. Papa! Mach auf, Papa! Leo! Leo, bist du da? Leo! Wie zur Hölle kommst du hier rein? Hau ab und ich schieß dir ein zweites Leo, Loch in Leo, lass das. Ich bin's, Vito.
Vito? Verdammt, was machst du hier? Du hättest vorher anrufen Vito, sollen. Vito, wir haben keine Zeit. Sie wollen dich aus dem Weg räumen. Du musst weg hier. Was? Komm rauf, Vito. Hier kriege ich kalte Füße. Willst du was trinken? Ob ich einen Drink will? Sag mal, hast du sie noch alle? Okay, was ist los? Hör zu, Falcone will dich ausknipsen. Die Jungs sind gleich hier. Du musst abhauen. Was? Warum denn das? Falcone hat gehört, dass Vinci gegen ihn vorgehen will, weil Clementi gelogen und behauptet hat, er sei im Drogengeschäft. Gelogen? Vito, Carlo Falcone ist im Drogengeschäft. Jeder weiß das. Clementi wollte da unbedingt mitmischen. Darum hat Falcone ihn beseitigt. Jetzt will er uns auch loswerden, bevor wir was gegen ihn unternehmen. Woher weißt du das? Ich habe meine Quellen. Wieso bist du noch mal hergekommen? Wieso? Sag mal, wirst du jetzt senil? Sie wollen dich loswerden. Dort, hör auf zu quatschen. Zieh dich an und lass uns abhauen. Wieso schalten wir nicht einfach die Killer aus, die Carlo mir schickt? Wir sind doch im Vorteil. Sie denken, wir sind ahnungslos. Das ist unmöglich. Ich kenne den Typen. Ich habe ihm den Job verschafft. Was? Du heuerst einen Freund dafür an? Nein, nicht direkt. Ich habe keine Zeit, es dir zu erklären. Er wird gleich hier sein. Gut, warte hier. Ich ziehe mich an. Verdammt, so spät. Sie sind da. Oh, scheiße. Henry darf mich hier nicht sehen. Wir müssen uns verstecken. Schnell. Entkomme mit Leo. Lass dich nicht von Henry erwischen. Aber wir müssten... Hey, wir könnten uns unter Bett verstecken. Bist du irre? Unterm Bett? Nee, das ist eine Sackgasse. Was ist das für ein Haus? Vito, verdammt, was machst du hier? Okay, ganz ruhig, Henry. Nimm die Waffe runter und schick die Jungs weg. Ich erklär dir alles. Jungs, ihr wartet draußen. Wenn ich in ein paar Minuten nicht rauskomme, schaut mal nach. Hinsetzen. Was läuft hier, verdammt? Hör zu, Henry. Leo ist ein Freund von mir, okay? Er hat mir im Gefängnis praktisch das Leben gerettet. Ohne ihn wäre ich nicht in der Familie. Ich wusste nicht, dass Eddie ihn loswerden will. Ich musste ihn warnen. Das musst du verstehen. Ja, aber du musst verstehen, dass ich mir keine Fehler leisten kann. Wenn ich Leo laufen lasse, denkt Falcone, ich habe ihn absichtlich beschissen und verdammt, legt mich... Henry, ich bin dein Freund. Ich würde dasselbe für dich tun. Das hat nichts mit Freundschaft zu tun, Vito. Hier geht's ums Geschäft. Und wenn ich versage, bin ich fällig. Ich kann ihn nicht gehen lassen. Ich habe einen Job angenommen und muss ihn zu Ende bringen. Wenn du nicht zusehen willst, kannst du gehen. Keiner erfährt, dass du hier warst. Also keine Sorge. Hör zu. Leo hat mir erzählt, dass das alles nur wegen Falcones Drogengeschäften passiert. Er verstößt gegen die Regeln und will alle Mitwisser beseitigen. Na und? Die einzigen Menschen, die diese Regeln nicht brechen, sind Frank Vinci und Leo. Und die haben mich nicht auf ihrer Lohnliste. Vito, vielen Dank für alles. Aber geh jetzt besser. Du kannst auch dem Frank, ein langes, gutes Leben. Dem Henry einen Job anbieten, Leo. Um einem alten Mann noch ein paar Jährchen zu verschaffen. Nein, Leo, Geld anbieten. Es muss einen Ausweg geben. Vito, geh. Sorry, Vito. Keiner erfährt, dass du hier warst. Pass auf, dass du nicht gesehen wirst. Du schuldest mir einen Gefallen, Kumpel. Was? Na, Kleiner. Leo. Willst du einen Drink? Was ist passiert? Dein Freund und ich haben uns geeinigt. Ich werde abtauchen. Mich hält nichts mehr in dieser Stadt, seit meine Frau gestorben ist. Ich wollte mich ohnehin in der wärmeren Gegend niederlassen. Tja, hauen wir ab, bevor dein Freund es sich noch anders überlegt. Ja, komm mal mit, ey. Komm mal mit, du. Alter, Haudegen, du. Komm, wo bist denn überhaupt? Ah, hier raus. Ein schöner Garten, Leo. Oh, nehmen wir mal hier diese Kutsche. Ah, oh, jawohl. Komm jetzt, Alter. Rein mit dir. Okay, bitte. Würdest du mich jetzt zum Bahnhof bringen? Ja, mach mal. Mal. Zu mir, aber jetzt heißt es Abschied nehmen. Willst du etwa im Schlafanzug los? Worauf du einen lassen kannst.
Ich bin lieber lebendig im Pyjama als tot im Smoking. Wirst du Frank erzählen, was passiert ist? Aber natürlich, keine Sorge. Ich werde deinen Namen nicht erwähnen. Du hast schon genug Sorgen. Danke, Leo. Die ganze Sache ist urplötzlich kompliziert geworden. Verstehst du? Natürlich, Vito. Was hast du erwartet? Du fährst den Eid, ziehst deinen schicken Anzug an und dann ist alles eine große Party? Carlo war schon immer ein verlogener Hurensohn. Sogar für jemanden aus der Branche. Ich habe Frank schon vor Jahren vor ihm gewarnt. Und was machst du jetzt? Ich verschwinde und lasse den Dingen ihren Lauf. Ich nehme den ersten Zug nach Last Heaven. Ich rufe ein paar Leute an und kläre meine Angelegenheiten. Dann fahre ich zum Flughafen und fliege irgendwo hin, wo es warm ist. Morgen um diese Zeit liege ich irgendwo am Strand und trinke einen von diesen Fruchtdrinks mit einem Schirmchen drin. Eins ist klar, wenn Carlo mich tot sehen will, dann sollte ich nicht hierbleiben. Das wäre eine Einbahnstraße ins Leichenschauhaus. Ist das nicht übertrieben? Okay, hier ist es. Danke für alles, Vito. Versprich mir einfach, dass du nie wieder etwas so Dummes machst wie heute. Deinen Hals zu riskieren, nur damit ein alter Mann noch ein paar Jahre mehr hat. Versprochen, das nächste Mal sehe ich zu, wie sie dich abknallen. Hab noch ein schönes Leben, alter Mann. Ciao, Leo. Er geht also nach Lost Heaven. Na, Mafia 1 Stadt. Ach, mein Gott. Ich finde das irgendwie alles so, das macht mich überhaupt nicht scharf, ne? Das befriedigt mich nicht, die Geschichte. Na? Befriedigt mich überhaupt nicht. Wir haben uns geeinigt, ich habe keine Lust mehr, sagt quasi so ein alter Don oder hier, der so viel Einfluss hat, plötzlich, ich habe keine Lust mehr. Ich wollte schon immer mit meiner Frau da irgendwie Cocktails trinken. Ach, komm, hör auf. Laber die rein quasi, ne? Also es, ja, ich weiß nicht. Eigentlich müsste es jetzt wirklich so gehen. Ich hätte erwartet, dass wir jetzt einen Gegenjob bekommen. Den, wie hieß du mal? Der Clementi oder wie der hieß? Nicht Clementi. Ja, ihr wisst schon, der uns einfach den Auftrag gegeben hat, dass wir ihn umbringen. Na, aber so. Na, ich bin nicht so begeistert. Franny, was machst du denn hier? Vito, was soll ich nur tun? Ich kann nicht nach Hause. Ich will ihn nie wiedersehen. Was ist passiert? Wen denn? Eric. Dein Mann? Wieso? Er trinkt, feiert dauernd wilde Partys und er... Schlägt er dich? Nein, aber er hat eine andere irgendwo, ich weiß es. Ob er dich schlägt? Manchmal. Diesen Dreckskerl polier ich die Fresse. Nein, Vito, bitte tu ihm nichts. Ich dachte, du könntest mit ihm reden. Auf dich wird er hören. Wo ist er? Ich weiß nicht. Er hat einen Freund in der River Street. Okay, normalerweise ist er alles dort. Alles wird gut. Hör mir zu. Wenn es dir besser geht, gehst du nach Hause. Ich rede mit Eric. Wenn er sich nicht heute noch bei dir entschuldigt, ruf mich an. Aber der kommt. Gut, Vito, aber bitte tu ihm nichts, bitte. Keine Sorge. Ich pack ihn schon nicht zu hart an. Na, den knallen wir ab. Locker. Suche im Apartment an der River Street nach Eric. Wir kommen gerade nach Hause übrigens. Warte mal. Zu Hause. Apartment River Street da oben. Wir kommen gerade quasi nach Hause, wollen schlafen gehen. Hier schön mal entspannt. Na, und duschen und so weiter. Und was passiert? Jetzt müssen wir noch irgendwelchen Typen auf die Fresse hauen, weil sie unserer Schwester da was antun. Unfassbar. Na, unfassbar. Also. Gehen wir mal schnell den Typen auch nochmal aus dem Weg räumen. So, ich liebe dieses Auto. Das ist echt gut. Sehr gut gebalancedes Auto. Guter Bremsweg. Super, super Steuerung. Geschwindigkeit hervorragend. Aussehen ist auch passabel. Wunderbar. Also ihr seht, ich fahre wie ein Teufel. So. So, wo ist denn der Mistkerl jetzt? Was hängen hier einfach so Leute rum? Was sind das denn hier?
ist denn das? Bin ich hier richtig? Wo ist Eric? Willst du dich mit mir anlegen? Alter. Das ist die Wohnung meiner Schwester. Was geht denn hier ab? Wo ist Eric? Bist du blind? Er wird vor mir die Kleine beim Küssen. Wollt ihr mich verarschen? Eric. Eric. Weißt du, was hast du hier verloren? Ich hab zu tun. Klar? Aua. Kümmer dich lieber um deine Frau, du Arschloch. Hoho, jawohl. Alle raus hier jetzt. Schlägst keine Frau. Was macht denn der Typ da hinten? Ist der hier schön am Anfeuern, oder was? Komm schon, Eric. Komm schon. Ich bin Boxermeister. Komm schon. Versuch mal was. Komm schon. So, Nipple Twister und jetzt. Bam! Das war nur eine gut gemeinte Warnung. Wenn du meine Schwester nochmal schlägst, bring ich dich um. Verstanden? Ja. Ab sofort bleibst du zu Hause. Kein Dom mehr. Du hörst auf zu saufen und sorgst dafür, dass sie glücklich ist. Denn wenn ich je erfahre, dass sie es nicht ist, dann finde ich dich und dann kannst du dein Testament machen. Ist das klar? Ja. Hey Herrschaften, die Party ist vorbei. Und dein Schwager braucht ihr in Zukunft erst gar nicht mehr einzuladen. Außer ihr wollt, dass ich wiederkomme und dasselbe mit euch mache, klar? Geh nach Hause. Unfassbar, unfassbar. Ich weiß gar nicht, ob das genug war, ne? Diese Prügelei, ich hätte da irgendwie jetzt mehr gemacht. Außerdem hier die Leute, die verziehen sich nicht. Die machen Party da oben und die Musik ist nicht mehr noch an. Und wo ist mein Auto? Mein Auto. Mein Auto. Halt. Taxi. Wagen stehlen. Nein, ich will ein Taxi nehmen. Wagen stehlen. Nein. Nein, nein, nein. Oh Mann. Aber jetzt in einem Cabrio zu fahren ist ja auch nicht so geil. Also ich hätte jetzt irgendwie erwartet, dass der Typ so mal ordentlich die Fresse poliert bekommt, aber so ordentlich. Dann, dass der ja immer seine Waffe rausholt. Und alle Leute mal aus der Wohnung scheucht, ja, dass die Musik dann ausgeht, dass dann auch ordentlich danach, ne, nach der Cutscene, kein Arsch mehr da in der Wohnung rumhockt. Aber, komm Leute, jetzt, ich will nach Hause, ich bin müde. Mann. So, das hätte ich erwartet, aber irgendwie war das so lasch, ne, das war irgendwie so lasch. Also, nee, das Auto will ich nicht haben, das ist scheiße. Ich will jetzt einfach ins Bett. Ich will einfach ins Bett. So, lass mich mal rein hier. Wollt ihr mich verarschen? So, was ist denn jetzt? Vito, hier ist Francesca. Eric ist heimgekommen, grün und blau geschlagen. Du wolltest ihm doch nichts tun. Vielleicht hat er eine Prügelei. Er treibt sich auch mit schrägen Typen rum. Er hat sich für alles entschuldigt, Vito. Er hat versprochen, mich gut zu behandeln. Jetzt ist alles wieder gut. Also lässt du ihn in Ruhe, ja? Na klar, sicher. Aber falls er dich nochmal anrührt, ist er tot. Wenn du dich hören könntest, Vito. Ich kenne dich gar nicht mehr. Hör zu. Lass uns einfach in Frieden, ja? Was? Lass dich nicht mehr blicken. Was? Was? Ist sie dumm? Bitte was, die kommen zu mir. Ja, also auch wieder hier, ne, dieses Spiel. Oh Mann, diese Story. Also, sie kommt zu mir heulend, ja, heulend zu mir, zu ihrem Bruder. Sie weiß, dass ich
krumme Sachen drehe, das weiß sie. Und dann beschwert sie sich, dass ihr Mann Drogen nimmt, sie schlägt, sie nicht gut behandelt, mit anderen Frauen rummacht und so weiter, ne? Und ich erledige das, der Typ entschuldigt sich bei ihr und sie sagt mir, ich will dich nicht wiedersehen, sorry, aber irgendwie derjenige, der hier das hier geschrieben hat, der hat doch keine Ahnung. Oder echt keine Ahnung. So, jetzt hier, gute Nacht. Keinen Bock mehr. Tschüss.